Nur so. Sehe ich nicht. Ich weiß, dass die hier waren. Ich habe sie ja selber schon gesehen, aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Sie vorhin gerade noch. Da sind sie. Da, auf der rechten Seite. Ach da, ja. Na gut, dann kann ich ja hier schnell plündern gehen. Und ich will irgendwie noch rausfinden, für was die Knochen da sind. Wow, 5 Holz. Cool. Sind die Bäume hier echt so billig? Ne, ich wollte schon sagen. Nee, 15 Holz, nicht immer. jetzt ist normal. Wer weiß, vielleicht hat ihn schon Dino angejagt, angenagt oder so. Ja, das kann sein. Holzrampe. Gott, so viel Holz. Tja. Ne, ich mache jetzt, wir brauchen jetzt irgendwie, glaube ich, wie viel? 1, 2, 3, 4 Steinplatten. Dann mache ich Diese noch. Dächer. Ja, genau. Steindächer. Dann mache ich noch eine Holzrampe. Und dann bauen wir da auch schon die ersten Sachen auf, würde ich sagen. Und wenn sie dann Ja, das später, klingt gut. wenn wir sie später dann halt, ja, abreißen, woanders hinstellen, ist egal. Ja, das ist Aber okay. Hauptsache, wir können schon mal schmelzen und alles. Das fände ich schon wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja endlich mal diese ganzen Metallsachen haben. So, was kann ich denn? Treppe aus Stein, Steingeländer, Handschellen. Hast du Handschellen. ein Handschellen gelernt? Nein, habe ich nicht gelernt, aber könnte ich. Achso. Ja, oh. Kann ich üben. Wenn wir hier Eindringlinge hätten, wäre das so, ja, in Ordnung, aber sowas haben wir, glaube ich, hier nicht. Nee, aber ich kann dich damit festketten. Wow. Und einen Manta-Sattel könnte ich machen, okay? Nicht schlecht. Eine Steinplatte habe ich schon. Wie eine, achso, ich hab zwei, ne? Okay, dann brauchen wir noch eine, ne? So. Ja, noch 17 Holz, dann haben wir die letzte Steinplatte. So, letzte Steinplatte am Stadthissel. Dann mache ich jetzt noch die Rampe fertig und dann können wir da schon ein bisschen was aufbauen. Ja, das klingt doch. Das klingt nach einem sehr guten Plan. So, was wir aber gleich brauchen werden für die Schmiede, 125 Stein. Ach du Scheiße. Es geht ja nur relativ schnell. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir alles hier so viel hätten wie Steine. Ja, aber. Ich fange schon einfach schon mal an, Steine zu sammeln. Mach das. Ich meine, immerhin, wir brauchen ja hier eh noch mehr Platz. Ups. Meine Axt ist schon wieder kaputt. Oh, hungrig, am Verdursten, was denn doch alles? Ich will doch einfach gerade nur Ja, hungrig sammeln. bin ich auch langsam.
Ich meine, Fleisch haben wir ja auf dem Weg ordentlich eingesammelt. Ja, aber wir haben nur noch keine Feuerstelle, wo wir es zubereiten können. Ja, stimmt. Steine, Mensch. So, kann ich die Holzrampe jetzt bauen? So, Zeit, den Grundstein zu verlegen. Ich habe gerade gedacht, das links neben mir ist ein Karos, nur so ein Langhals. Kurz erschreckt. Das glaube ich. So, ich. Nee, hab ich nicht. So, komm mal hier, Freundchen. Oh. Du hast doch bestimmt Fleisch eingesammelt. Ja. Der hat sich auf jeden Fall ordentlich bedient, der Dino. So, ich leg mal ein bisschen Fleisch ins Feuer. Ich mach das. So. So. Uns noch die Rampe hinzufügen. Tada! Yay! Die Anfang unseres Hauses. Und hier kannst du dann die anderen beiden hinlegen. Jo, warte, können wir gleich sofort machen. Kriegst du das hin? Ja. Wieso sollte ich das nicht hinkriegen? Weil wenn du falsch drückst, könntest du das Strohdach ersetzen. Habe ich auch schon oft hingekriegt. Ach so. Ups. Yay! Nee, sieht gut aus. Vor allem sieht das viel schicker aus als das Strohdach. Siehst du mal. Cool, ne? So. Können wir richtig coole Hütte machen. Jetzt guck ich mal. Mir fehlt jetzt wirklich nur noch knapp 115 Stein. Wie gesagt, 84 habe ich. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel. Okay. Dann sammle ich hier noch ein bisschen Stein ein. Let's go! Let's go, give it to her. Also wenn er das in dem in der Tonlage gesungen hätte, Brustmahlzeit. Ich kann gut singen. Ja, genau. Oh, Axt kaputt. So. Ich muss sagen, diese Steinbrocken sind sehr ergiebig. Gut. Ganz ehrlich, wenn unser Haus steht und wir irgendwie noch ein zweites Stockwerk haben. Dann mache ich das einfach so, dass ich die komischen Revenger anlocke und dann oben stehe ich und dann beschieße ich sie. Ich glaube, so einen Stein auskriegen die nicht kaputt. Holy Hunger. Also ich habe jetzt 115 Steine. Ja, gib her. Ja, das wäre sehr cool, dann kann ich nämlich schneller zum Essen laufen. So, eins und zwei. Da ist sogar noch ein bisschen mehr. Viel Spaß. Danke. Hunger! Hunger! Ja. Na gut. So, einfach mal mitten hier hinstellen. Zack. So, der Sarko hat unser Metall gehabt. Direkt mal Metall reinwerfen. Deswegen war er so lahmarschig. Ich bin mich schon gewundert. Nö, der hat sein Gewicht. Ist eigentlich ganz gut. Ja? Ja. Der kommt damit klar. Das war ein achten Teil, die er hatte. Ja gut, er hatte noch ein bisschen was anderes an Zeug. Der kann knapp für 340 tragen oder so, also. Alles gut. Jo, na denn. Halt, warte, was brauchen wir für die Werkbank, bevor ich das Metall jetzt ausgebe?
Werkbank da. Fünf Metallbahnen, ja, das kriegen wir hin. So, oh, Level 18 könnte ja gut funktionieren hier. Zeit, das Metall auszugraben. Graben mal. Ich versuche mal hier rings um uns rum so ein bisschen diese Viecher zu zähmen. Das ist so schade, den Stein hier so abzubauen, ey. Wieso? Ja, wir haben in der Steinspitzhacke, kriegst du da kaum Metall raus. Oh. Revenger genau bei uns. Kacke. Direkt bei uns. Ist noch zu früh. Ich habe einen Pfeil. Warte, wie viele Pfeile kann ich herstellen? Noch ein paar. Okay, ich versuche mich da auf den Stein zu flüchten. Versuche zumindest einen auszuschalten. Und zur Not locke ich die halt weg. Ach, scheiße. Und tot. Also nicht die Revenger, aber das Vieh, was sie angegriffen haben. Hab ich gesehen. So, hier dürfen die nicht hinkommen. Also treffe ich die nicht. Kacke. Da hinten leuchtet was Grünes. Okay, ich muss einen Stein weitergehen. Oh Gott, ich werde sterben. Ja, ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist, mit den Dinos hinterherzulaufen. Ach, da sind sie. Nee, nicht so wirklich. Wir haben ja unseren Revenger nicht. Ja. Wie viele Pfeile hast du? Noch 25. Was brauche ich, um Pfeile herzustellen? Stroh. Wie viel Stroh hast du? Eins. Muss ich kurz Stroh organisieren. Ich brauche viel mehr Pfeile, wenn ich das hinkriegen möchte. Dann lass uns mal gucken. So, wie viele Pfeile kriege ich jetzt damit? Nochmal ein paar. So, ich habe jetzt schon mal 26. So, das wird wahrscheinlich erstmal reichen. Jetzt muss ich sie noch lokalisieren. Wo sind sie gerade? Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall jetzt was. Ich flüchte mich jetzt auf diesen Stein und versuche ich mein Glück. Also ich habe jetzt 55 Stroh wenigstens. Lauf doch nicht weg! Ja, die haben gerade die Essen gefunden. Wo laufen die denn hin? Naja, kann ich wenigstens kurz was trinken. Ja, die greifen gerade ein Gürteltier an. So. Weißt du, wenn sich das Gürteltier wenigstens wehren würde, ja? Dann hätten sie jetzt, keine Ahnung. Also, was greifen sie jetzt an? Das
irgendwie aus, als wenn sie sich gegenseitig fertig machen würden. Wirklich, ich sehe sie hier rumspringen. Sieht schon irgendwie lustig aus. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? Hä? Ja, genau da, vorne. Genau, eigentlich. Ach, da hinten. Wir sind wieder zurückgelaufen. Ja. Ja, weil sie die ganze Zeit Viecher töten. Ich bin hier voll auf der Jagd. Ich sehe dich. Ich spiele die Frau auf dem Küchentisch, weil die Mäuse unten rumlaufen. Nein, Hilfe! Die haben vom Gürtel die abgelassen, weil die keinen Bock mehr hatten. Das liegt hier noch. Ja, ja, ich sehe das. Wie gesagt, ich sehe alles, was du da gerade machst. Ich habe hier den Fernsehplatz. Aber die sind jetzt, glaube ich, unten in der, nicht oben auf der Klippe. Nein, ich sehe die gerade. Nee. Der leuchtet so schön, weißt du? Kannst du kaum übersehen. Dann ist da unten irgendwas anderes, was sich gegenseitig bekämpft. Oh. Der Bogen ist kaputt. Was braucht man dafür? Holz. Okay, Glück gehabt, dass der Bogen jetzt kaputt gegangen ist und nicht gerade. Aber du kannst weitermachen, die sind recht weit weg. Nicht okay. Ach, was für eine Aufregung. Aber es ist auch lustig, oben auf dem Stein zu stehen und sich alles anzugucken. Ja. Ich bin trotzdem jetzt noch on the hunt. Ich möchte die Kackviecher weghaben, ey. Vor allem sind die nur zu zweit. Wenn ich einen so erledige, kann ich den anderen mit der Bola festhalten. Ja, stimmt. Na, habt ihr mich schon gesehen? Oh, das ist ungünstig. Ja, das ist ungünstig. Da komme ich nicht hin, Mann. Jetzt lauf doch nicht weg. Wieso laufen die von mir weg? Wieso nicht? Jetzt kommen die zurück. Der Dugo steht hier hinten ganz einsam. Brauchen wir bessere Sicht auf die, ey. Nutze ich die Chance? Jetzt kommt doch mal her, ihr Kackviecher! Hallo? Animation? Muss man keine Munition mehr? Nee, Animation war kacke. Bin wir hängen geblieben. Nee. Oh, die laufen jetzt gerade in deine Richtung. Ja, okay, der kommt wieder zurück. Obwohl. Ja, alles gut, ich bin gerade in unserer Nische drin. Jetzt greifen die random einfach was anderes an. Ich fühle mich hier echt von denen allein gelassen. Mitten im Kampf greifen die irgendwas anderes an und dann kommen die zurück. Tja, dachten sich, ja, kleiner Snack zwischendurch. Ja. So läuft das bei denen.
Das Erdbeben hat mich runtergeschubst. Oh mein Gott. No. Oh, Drecks-Erdbeben. Ich dreh durch. Und das wäre jetzt noch was geworden. Ja, ich wäre fast gestorben. Ich habe kaum noch Leben. Der hat mich zwei, dreimal gebissen. Oh nein, das Erdbeben hat mich wieder runtergeschubst. Oh Gott. Erdbeben, hör auf. Ein Erdbeben, bitte. Lass es einfach. Oh, die scheiß Animation steckt fest. Ich habe noch 6 Pfeile. 4. Ja, jetzt habe ich 4. Okay. Einer tot. Lebt nur noch einer. Weiß aber nicht, wo er. Ach so, da. Der läuft gerade weg. Aber ohne Pfeile stecke ich hier fest. Ah, ich kann noch welche bauen. 4 Stück. Er hat sein Leuchten verloren. Aber er läuft auf dich zu. Wie gesagt, ich bin in der Nische drin. Oh. Scheiße. Oh Gott, er kommt auf mich zu. Ja, naja. Oh, der ist 31. Das ist aber nicht so schlimm, dann kann ich nach unserem Ravager gucken und dann greifen wir ihn gleich einfach zusammen an. Ja. Er ist ja nur noch alleine. Oder ich bowler ihn und dann pfeffer ich ihn mit Pfeilen weg. Ja, ich baue in die Nische mal noch eine Truhe rein. Ich würde sagen, in die Nische kommt einfach unsere Schatzkammer. Was hältst du denn davon? Nee, ich würde da nichts bauen, damit das Eisen da respawnen kann. Ach ja, stimmt. Verdammt. Ich würde da wirklich einfach nur Dinos reinstellen. Also Dinos, die zum Beispiel irgendwelche Eltern, die einfach nur zur Zucht da sind oder so. Einfach zum Aufbewahren, damit sie nicht sterben. Nee, du hast recht. Ja, kann ich kurz mein Level up machen. Gehe ich ein bisschen auf Nahkampf. Dann stelle ich es jetzt aber hier knapp draußen hin. Dass ich denen nicht zu nahe komme. Da ist es nur noch einer, aber ohne unseren Ravager würde ich das jetzt nicht wagen. Weil der ist schon 31, das ist schon krass. Na, 31, ich wollte schon sagen. Oder wir versuchen ihn wirklich zu zähmen. Ja, aber wie gesagt, nicht alleine. Nö, nö. Dann wird er einmal gebolert und dann pfeffern wir da unsere Pfeile rein mit der Armbrust oder so. Wenn wir denn mal eine Armbrust haben. Früher oder später? Erstmal muss ich wieder angelaufen kommen. Mal wieder sehen wir hier auf meinem Kanal diesen wirklich schönen Weg. Falls ihr ihn noch nicht kennt, Freunde, jetzt könnt ihr ihn sehen. Yay! Achso, ach Quatsch, ach, bin ich doof, ey. Da fällt mir ein, ich habe unseren Penner nirgendwo gefunden. Auf dem zweiten Weg. Der wird wahrscheinlich gefressen worden sein oder so. Hätten wir eine Info bekommen. Stimmt. Der hat sich gut versteckt. Der ist wahrscheinlich irgendwo gegen Stein gelaufen, kommt nicht weiter. Ja. Kann sein. Ich bin froh, dass wir aus diesem Gebiet raus sind. Hier sind so viele gefährliche Viecher. Ja, ich glaube, wir haben es hier echt besser. So. Die Werkbank hattest du, ne? Ja. Ich guck, was brauchen wir eigentlich dafür? Also, 5 Metallbahnen hatte ich gerade geschmolzen. Du kannst es übrigens ausmachen, falls es noch brennt. Und dann brauchen wir 50 Stein, 30 Holz. 50 Stein? Mhm. Also ich glaube... Na gut. Ja. Stein habe ich 43. Ach so, aber wenn wir, warte mal. Da ist ja noch mehr Metall drin. Ich will einfach das restliche Metall, was ich gerade abgebaut habe. Wieso hast du denn das Metall abgebaut? Darum.
Weil bis wir das endlich unsere Metallaxt und so weiter, unsere Spitzhacke haben. Aber wir brauchen ja sowieso noch Metall, um dich herzustellen, ne? Ja, eben. Deswegen. Und bis dahin ist es schon längst respawned. Und bis dahin brauchen wir das vor allem schon längst. Ja, auf der Insel gegenüber unseres Hauses ist ja auch noch ein bisschen Metall. Ja, ne, erstens das. Außerdem, überleg mal, wir haben die Respawn-Rate relativ hoch. Mhm. Da mache ich mir da jetzt keine wirklichen Gedanken darum. So. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt hier 6 Barren drin und 23 Roherz. Wieso hast du so viel Erz bekommen? Ja, weil ich das Erz abgebaut habe. Ja, aber ich habe voll wenig rausbekommen, als ich drauf gehackt habe. Oder hat es lange gedauert, bis abgebaut war? Das hat sehr lange gedauert. Ah, okay, gut. Aber das Ding ist auch immer noch nicht kaputt, ne? Echt? Hm, ich bin nur rausgekommen, weil ich überladen war. So. Scheiße. Wir brauchen echt Betten. Ja. Ich meine, genug Leder müssten wir überall in den Dinos verteilt haben. Scheiße, er hat mich gesehen. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, nein. Du Dreckige. Ich hasse dich. No. Von vor allem Level 4. Wie süß, ey. Ich kann doch da einfach spawnen in der Nähe. Bin ich blöd? Warum laufe ich von zu Hause aus? Das letzte Mal hat es auch funktioniert. Ich habe es noch nicht gecheckt, dass ich da war.